Auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew. Die Normalität trügt. Wirtschaft und Regierung der Ukraine taumeln von einer Krise in die nächste. Im Osten schwelt ein politisch-militärischer Konflikt mit Putins Russland. Im Winter 2013/14 wird der Maidan zum Schauplatz von Massendemonstrationen. Mittendrin Vitali Klitschko. Der einstige Boxchampion ist vor Jahren vom Ring in die politische Arena der Ukraine gewechselt. Als Hunderttausende auf dem Platz ausharren, kommt es zu Polizeiübergriffen und einer Spirale von Gewalt. Klitschko und andere Oppositionelle wollen vermitteln und den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch überzeugen, eine politische Lösung zu finden. Exklusive Filmaufnahmen zeigen die Eskalation der Gewalt vom Februar 2014. Am Ende schießen Spezialeinheiten der Polizei gezielt auf Demonstranten. Über 100 Menschen verlieren rund um den Maidan ihr Leben. Hunderte werden schwer verletzt. Wie konnte es zu diesen Bluttaten kommen, mitten in Europa? Wir treffen Vitali Klitschko, der nach Neuwahlen infolge der Maidan-Revolution zum Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew gewählt wurde. Wir möchten wissen, wie er sich das Massaker der Regierung an der eigenen Bevölkerung heute erklärt. Und sieht er im Konflikt mit Putins Russland um die Krim und Ostukraine die Gefahr eines neuen Kalten Krieges? Wir sind unabhängig seit 20 Jahren. Ich erinnere mich, 1990, wir sind alle, Ukraine hat einen Traum gehabt, eine moderne, europäische, demokratische Land zu bauen. Und seit 20 Jahren leider haben wir gar nichts geschafft und in der Zeit unsere Nachbarn, wie Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechei, hat riesige Fortschritte gemacht. Und leider, die Gesellschaft hört nur die Märchen. Irgendwann werden wir eine europäische Standarden von Leben in Ukraine machen. Präsident Janukowitsch hat versprochen, Assyrus-Abkommen zu unterschreiben. Und endlich mal das ganze Land erwartet die Reformen und europäische Gesetze. Und zu haben. Und ganz kurz, er hat die ganze Zeit, hat viele ihm gewählt als Präsident und hat alle ganze Hoffnung gehabt, diejenige von Ostukraine wird Ukraine, ganz Ukraine schließen und europäische Assyrungsunterkommen unterschreiben. Kurz vor den Vilnius, er hat abgesagt, ohne Erklärung. Ohne Erklärung hat gesagt, wir werden nicht unterschreiben, weil ich will nicht. Und viele Leute mitgekriegt, das ist eine Lüge. Wir fühlen uns betrügen. Er hat betrügt das ganze Volk und deswegen sehr viele Studenten auf den Maidan gekommen und haben demonstriert, bitte unterschreiben Sie Assyrus-Abkommen. Wir wollen eine demokratische, moderne, europäische Land zu bauen. Weil wir sind Europäer, geografisch, mit unserer Geschichte, mit unserer Mentalität, mit vielen Faktoren. Wir sind Europäer, aber leider Standarden von Leben ist fehlt. Dafür brauchen wir viele Gesetze. Sehr viele Reformen durchzusetzen. Im Februar 2014 ist die Menge auf dem Maidan auf weit über eine halbe Million Menschen angewachsen. Der Platz steht in Flammen. Chaos regiert. 18. Februar. Spezialeinheiten der Polizei erhalten Befehl, den Platz zu räumen. Wie ist die damalige Regierung in die Eskalation der Gewalt verstrickt? Welche Verantwortung trägt der einstige Präsident Janukowitsch? Ein wichtigste Motto bei Präsidentschaftswahl, ich höre jeden. Statt Leute zu hören, der Präsident hat eine spezielle Einheiten, Polizeieinheiten gegen Studenten
geschickt und die werden brutal geschlagen. Brutal geschlagen. Keiner hat erwartet. Präsident nicht. Sogar ich habe nicht erwartet, so viele Menschen, mehr als 1 Million Menschen, nächsten Tag auf den Straßen gegangen und haben gesagt, so etwas. Wir sind nicht erwartet von Regierung. Wir haben gewünscht, eine Polizeiminister muss zurücktreten. Als Janukowitsch hat gesagt, nein, wird keiner zurückgetreten, wird keiner Ministerpräsident zurückgetreten, alle hat verstanden, das ist sein Befehl und hinter dem Befehl steht Präsident, weil er will nicht Assyrus-Abkommen das zu unterschreiben. Er sieht nicht Ukraine als europäisches Land. Er will ein autoritarisches Land zu bauen. Und alle waren dagegen. Und deswegen die Leute friedlich, ich möchte noch einmal sagen, friedlich auf den Straßen gegangen und auf Maidan gestanden und haben gesagt, wir werden hier stehen, solange eine psychische Druck zu machen an den Präsident, er muss seine Worte halten. Er muss erfüllen alles, was er hat versprochen. Statt dem mit Leuten zu sprechen, Menschen zu hören, hat zig Versuche gehabt, Maidan auszuräumen. Und wir haben gesehen, am Ende er hat Geduld verloren und seine eigene Interesse war viel größer als Interesse des Landes, Interesse des Menschen, an Wünsche der Menschen. Er hat geglaubt an Kraft, Gewalt und hat angefangen, Waffe zu nutzen gegen friedliche Demonstranten. In den Morgenstunden des 19. und 20. Februar in Dachetagen dieser Hotels am Maidan beziehen Scharfschützen der Polizeistellung. Ihre Schüsse hallen über den Platz. Die Kommandoeinheiten schießen gezielt auf Demonstranten. Bilder einer Hinrichtung. Mitten in Europa kommt es zu Szenen, die an Kriegsgebiete im Nahen Osten erinnern. Heute mahnen Gedenkbilder an die über 100 Menschen, die in der Maidan-Revolution ihr Leben verloren. Man nennt sie hier auch die himmlischen 100. Die Opfer sind ältere und jüngere, Männer und Frauen. Ein Befehl zu geben für Scharfschützen, an friedliche Demonstranten zu umzubringen. Man hat nicht alle Tassen im Schrank. Man hat seine eigene Interesse über die Interesse des Volkes, Interesse des Landes gestellt und sogar mit Gewalt versucht, Demonstranten zu räumen, Angst an die Gesellschaft zu bringen und das hat andere Wirkung, als er hat erwartet. Wie mehr er hat versucht, Maidan zu räumen, desto mehr Menschen zu Maidan gekommen und hat gesagt, nein, wir gehen nicht weg. Und zum Ersten, die Leute hat gefordert, Polizeiminister muss zurücktreten, danach Ministerpräsident und danach, als alle hat verstanden, dass sein Wunsch von Präsident, alle hat gesagt, so einen Präsident wollen wir nicht. Und der größte Wunsch, der Präsident muss zurücktreten. Nach blutigen Fällen
nach blutiger Art, was er hat getan, Leute hat nie geglaubt, mit so einer Macht, mit so einer Institution, mit so einem Präsident, wir können europäisches Land und Demokratie zu bauen. Dienstag, 18. Februar 2014, um Mitternacht. Klitschko möchte die Spirale der Gewalt stoppen. Gemeinsam mit anderen Oppositionspolitikern sprechen sie in der Residenz von Präsident Janukowitsch vor. Und habe ich versucht, Präsident Janukowitsch überreden, auf keinen Fall Waffe zu nutzen, die blutige Entwicklung zu stoppen. Und er hat viel versprochen, aber hat kein sein Wort gehalten. Das war ohne Ende, Tag und Nacht. Das war die Tage, als habe ich ein paar Tage gar nicht geschlafen, vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde. War viel Stress, war ziemlich kalt auf der Straße. Habe versucht, mehr wie möglich Zeit auf der Straße zu verbringen mit Menschen, weil draußen war ab und zu minus 20, 25 Grad am Nacht. Menschen hat gesagt, auf keinen Fall, wir gehen weg von Maidan. Habe ich riesige Angst, die Gewaltspirale kommt noch weiter. Wir haben mitgekriegt, die Präsidentenadministration war voll mit Polizisten, mit Sonderkommando. Ich weiß nicht, das war Tausende von Polizisten in Residenz von Präsident. Habe ich mit Leuten gesprochen und die hat mit Polizisten gesprochen. Die hat alles verstanden. Janukowitsch hat keine Zukunft in diesem Land. Und selbstverständlich, er hat auch selbst gespürt. Wir sind zusammen mit Außenminister von Polen, französischer Außenminister, deutscher Außenminister zusammengesessen und haben versucht, ihm zu überreden. Sogar haben wir viele Vorschläge gegeben an ihm, dass es die von dieser schwierigen Situation rauszukommen und auf keinen Fall die Waffe nutzen und blutige Entwicklung zu stoppen. Er hat gespürt, es funktioniert nicht mehr. Noch weiter Befehl gegeben, noch weitere Schüsse gewesen. Und danach, er hat auch gespürt, es geht nicht in die Richtung, was er hat vorgestellt und seine Befehl, er muss Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu halten. Und das war der Grund, wieso er hat Ukraine verlassen. Für Klitschko ist es kein Zufall, dass während der Revolte und der folgenden Regierungskrise um die Krim und die Ostukraine ein weiterer militärisch-politischer Konflikt entbrennt. Heute weiß man, gegen das ukrainische Militär kämpfen hier auch russische Söldner. Für Klitschko gehört dies zur Strategie einer Großmachtpolitik Putins. Jeder versteht, ohne finanzielle Unterstützung, ohne Waffenlieferung, ohne Propaganda, Krieg, dieser Konflikt im Osten wird niemals stattfinden. Und alles, was passiert in Krim, klar, Russland hat von Anfang an hinter die Aktivitäten in Krim auch hintergestanden. Zum ersten die Leute in Uniform ohne Identifizierung. Das war russische Sonderkommando.
Präsident von Russland hat zugegeben, das war russisches Militär. Wir, Ukraine, verteidigen unsere Territorium. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit. Und alles, was passiert, die letzte Zeit erinnert mich an die beste sowjetische Zeit, wenn Propaganda läuft und erzählen so viele Märchen über Leute in der Ukraine, was stimmt nicht. Die jede Ukraine hasst Russen. Die alle zum Regierung gekommen ist Nationalisten. Ich war niemals Radikale. Ich war niemals Extremisten. In meinen Körper fließt auch russisches Blut, weil meine Mutter ist Russin. Wie kann ich Russen hassen? Das ist eine Lüge. Und leider, russische Medien, die Propagandamaschine, so stark und funktioniert ziemlich effektiv. Und heute verstehen wir, die wichtigste Waffe, was gibt in der Welt, das ist die Medien. Und deswegen wichtig, eine wahre, ehrliche Information an Menschen zu geben. Und was passiert in Russland? Der Russland kommt zurück in die Sowjetunion. Und auch, die wollen auch riesige Pläne wieder Imperie aufzubauen und uns, Ukraine, auch zum Imperium zu bringen. Wir waren schon dort. Dort nichts zu suchen. Wir sehen unsere Zukunft. Ein Teil von europäischer Familie. Weil und mit unserer Mentalität, mit unserer Geschichte, mit unserer geografischen Lage, wir sind Europäer. Und unser Ziel, europäische Standarden von Leben auch in der Ukraine zu machen. Russland, ich sage ehrlich, interessiert destabilisieren die politische und wirtschaftliche Situation der Ukraine. Und mit Destabilisierung zu zeigen, ja, sehen Sie, die können nicht mit diese Problematik aufzulösen. Ich sehe, was passiert jetzt im Moment in Russland, wie arbeitet systematisch Propaganda, wie wie systematisch Propaganda funktioniert, welche Richtung das nimmt. Meiner Meinung nach, man spricht über russische Macht. Wir müssen die Mucke zeigen, wie groß wir sind. Und damals Gorbatschow hat versucht, von diesem Wettkampf, Militärwettkampf von Kalten Krieg zum freundschaftliche Diskussion zum Westen zu kommen. Jetzt mehr und mehr Russland nicht mehr diskutiert. Der zeigt seine Stärke, seine Muskeln, seine Militär, anstatt Geld zu investieren, das Geld in Wirtschaft, in eigene Wirtschaft. Machen Reformen, Russland, wie damals in der Sowjetunion, investiert das Geld in Militär, in Sonderkommando, Sonderanhalten, investiert in Propaganda sehr viel. Und meiner Meinung nach, die Tendenz ist sehr gefährlich. Damals haben wir gebraucht einen Gegner, einen Feind. Ich erinnere mich, genau das Gleiche. Wir sind aufgestanden und haben wir gesehen, jeden Tag von allen Zeitungen, von Fernsehen, von Radio, von allen Massmedien, von morgen bis abend, die Märchen über unseren Feind, über die Leute, wer versucht, uns Sklave zu machen. Genau das gleiche Rhetorik hören wir heute, wenn man schaut russische Fernsehen. Ich kann vergleichen und das erinnert mich an die Zeit in der Sowjetunion.
Wissen Sie was, gibt nationalistische Parteien von beider Seite, aber gibt keinen Unterschied. Wir sprechen Deutsch, Englisch oder Russisch. Hier in Kiew, in Hauptstadt der Ukraine, ein großer Teil von Bevölkerung spricht Russisch. Auch ein großer Teil von Bevölkerung, ein großer Teil von Militäreinheiten, der ukrainische Militär, die sprechen Russisch. Wir haben gar nichts gegen Russland. Wir leben in der Ukraine. Wir lieben das Land. Wir sehen die Zukunft unseres Landes nicht in eine Imperie. Wir sehen unsere Zukunft in Europa und dafür kämpfen wir, kämpfen für unsere Werte. Aber nicht das Kampf gegen Russen oder gegen Nationen, gegen ein Land. Unsere Vision total anders als Vision von russischer politischer Macht. Und deswegen spielt keine Rolle, von welchem Land du bist und welche Nationalität hast du. Überhaupt spielt keine Rolle. Ja, gibt Rechtsradikalen von beiden Seiten, aber unsere Gesellschaft ist sehr tolerant. Mehr als 70 Nationen leben in der Ukraine. Wir sprechen viele verschiedene Sprachen. Und die Frage nicht, welche Nation du bist. Die Frage nicht, welche Sprache sprichst du. Die Frage nicht, welche Kirche gehst du. Die Frage, wenn wohnst du in der Ukraine, liebst du das Land oder nicht? In der Sowjetunion leben die Klitschkos ein vergleichsweise entbehrungsreiches Leben. Der Vater ist Offizier der Sowjetarmee, oft lebt die Familie in Militärbaracken. Ende der 1980er Jahre zieht die Familie in eine Plattenbausiedlung am Stadtrand der Millionenmetropole Kiew. Kein einfaches Leben hier für die Menschen heute und damals für die Brüder Wladimir und Vitali. Ich bin geboren in Kirgisien, habe gelebt in Kasachstan, weil Vater, wie habe ich gesagt, das war Militärluftwaffe-Offizier und haben wir sehr viele verschiedene sowjetische Republiken erlebt. Wir haben in Russland gelebt, in Baltikrepublik, zurück zum Heimat, zum Ukraine gekommen und ich kann vergleichen. Ich weiß, welche Wirkung hat Propaganda, weil habe ich selbst gespürt als Kind damals. Jeden Morgen hat angefangen von der Unterricht in der Schule, politische Unterrichte. Wir müssen alle erzählen, wie schlecht geht Amerika, geht Europa, Kapitalismus, kapitalistische Länder versucht uns zum Sklave zu machen. Seine ersten sportlichen Erfolge als Boxer ermöglichen Vitali Klitschko Reisen und besondere Einblicke auch in die Welt des Westens. Als Meister der Sowjetunion kann er im Frühjahr 1989 für einen Wettkampf in die USA reisen. Meine erste Visite in Amerika, ich war richtig überrascht, habe ich ganz anderes gesehen, als habe ich schon zig Jahre mein Leben gehört. Freundliche Menschen. Ist Wohlstand. Ich war richtig überrascht, weil wir sind so einfach gelebt. Wir haben eine Schuhe gehabt, eine Hose gehabt und eine Käse gehabt. Und als habe ich hunderte von Sorten Käse gesehen, habe ich nie geglaubt, dass es war eine Fantasie. Das war echt interessant. Und als kam ich zurück, habe ich alles erzählt an meinen Vater, Kommunist, und er hat mir nie geglaubt, weil er hat auch fest geglaubt, unser Land ist das beste Land und unsere Opponenten wollen uns zu Sklaven zu machen. Das erinnert mich heute, alles passiert in Russland. Ich war in einem großen Teil von meinem Leben im Westen, in Deutschland gelebt, in Vereinigten Staaten. Und ich kann vergleichen,
und sagen, was ist gut, was ist schlecht. Und meine persönliche Vision, ich sehe Ukraine als europäisches Land und für europäische Standard von Leben werde ich kämpfen. Und kämpfe ich weiter. Heute ist eine riesige patriotische Welle. Wir haben gefunden unsere Identifizierung. Wir sind Ukraine. Wir sind Europäer. Und das war damals in Maidan war wichtig zu finden Identifizierung. Wir haben ziemlich viele Zeit verbracht in autoritärischem Land. Wir wollen nicht zurück zum Brezhnev, Andropov Zeit. Wir wollen nicht zurück zum Sowjetunion. Sehr wichtig, Menschen zu überzeugen. Sehr wichtig, Menschen zu überreden. Sehr wichtig, an Menschen zu zeigen, wo gehen wir hin, was von unserem Ziel erklären und den Weg zu zeigen. Das ist sehr wichtig, Vision zu haben und mit Menschen in diese Vision zu gehen. Und gute Beispiel. Polen hat geschafft. Damals in 1991 GDP, Einkommen für persönliche Einkommen in Polen war viermal weniger als in Ukraine. Heute Situation ist umgekehrt und wenn man fährt durch die Polen, man sieht nicht von Infrastruktur, wo endet Polen, wo fängt an Deutschland. Das ist so viel in so kurzer Zeit eine gute Entwicklung. Das ist ein gutes Beispiel. Im politischen Alltag als Bürgermeister von Kiew gibt es auch Schwierigkeiten in Klitschkos Kampf für Reformen, im Kampf für seine Visionen. Ich möchte nicht über Schwierigkeiten. Schwierigkeiten habe ich jeden Tag, habe gerade mit Leuten auch gesprochen. Wir müssen noch Systeme wechseln. Es reicht nicht einfach Gesichter zu wechseln in Sessel. Man muss ganze Systeme zu wechseln. Das System muss für Menschen zu arbeiten, nicht für Beamten, nicht für die autoritarische Macht, für Interesse des Landes. Das ist wichtig. Und in der Richtung haben wir riesige Erwartungen, riesige Aufgaben und wenig Zeit. Wichtige Aufgabe bleibt auch die endgültige Aufklärung der Massaker vom Maidan. Ein Ermittlungsbericht ist bislang nicht veröffentlicht. So wirkt der Blutfebruar vom Maidan bis heute als Trauma für Kiew und das ganze Land.